In der letzten Episode. Dann würde ich sagen, entfahr. Ach du Schande, ernst, so. So. Das Gier. Yes. Das ist anscheinend genau an der Grenze. Wir sind schon wieder drüber. Hilfe. Wobei, so viel Kohlen, da schnaufe ich. Ist ein, wie ein reicher, dicker Mann. Mal gucken mal. Toll. Gut, dann stellen wir die wieder oben ins Regal. Da standen sie garantiert auch. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 263. Wir sind der Riken, ja, bei Nacht, deswegen ist hier so finster. Und wir müssen die Laterne anmachen. Sonst sehen wir wieder nichts. Ah ja, guck mal. Dankeschön. Das lag bestimmt mal an Ort und Stelle. Wie ist denn das? Kleidungstechnisch? Oh ja. Der begrüßt dann wieder eine 3% Dose. Achso, wir haben ja gar nichts aus Kaninchen. Wieso haben wir dein Kaninchenfell hier liegen? Das ist eine gute Frage. Na gut. Ja, eigentlich sind wir ja vor allem zeichnungstechnisch hier. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon alles abgegangen haben. Wir haben bisher in der Region nichts, aber auch wirklich gar nichts Neues gefunden. Ja, dann könnte man halt schmieden gehen, bis der Arzt kommt. Wenn man sieht, was man nicht braucht. Momentan sind wir sowieso mit Gewehr und Revolver hier unterwegs. Wir haben den Bogen mal in der Küstenstraße zurückgelassen. Was sicherlich nicht gewichtstechnisch sinnvoll war, aber wir haben es halt gemacht. Ja, hier werden wir pennen. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal hier durch, weil ich die Laterne jetzt schon draußen habe. Ja, und das Schöne ist, im Dezember kommt ja die neue Karte und es soll zwei neue Items geben, was auch immer das ist. Und da darf man wahrscheinlich alles noch einmal abgehen. Von vorne. So wie es aussieht. Okay. Ja, das passt aber noch nicht. Wir warten mal 2 Stunden. Das ist wahrscheinlich besser. Ich habe übrigens in der letzten Folge mal erzählt, und das war eigentlich völliger Schwachsinn, und zwar... Ja, ich habe schon mal die J-Taste gedrückt. Wir haben... wo war denn das? Nee, wo habe ich das stehen gehabt? Irgendwo stand doch hier, wahrscheinlich beim Trocknungsmaterial. Fleischroh. Und ich hätte gedacht, es wäre beim Leuchtturm, aber es ist hier bei der Riken, aber da ist nichts mehr. Also es könnte sein, dass das weg ist. Naja. Das wäre nicht das erste Mal. Okay, Junge. Ab ins Bett. Und da hat sich eine Orangenlimo verabschiedet. Ja, futtertechnisch haben wir hier sowieso nicht so prickelnd. Leider schon. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal raus. Ja, genau. Genau deswegen. Genau deswegen. Guck mal, was hier ist. Eine leere Kiste. Sonst sehe ich ja nichts. Tja, ja, ganz schön stürmische See heute. Das ist das Einzige, woran er denken kann. Das ist wieder typisch. Man kann ja nicht einfach alles saufen, was hier rumsteht. Eine Flasche Terpentin. Ja, ich weiß nicht, wo hier rohes Fleisch sein soll. Also da unten sehe ich nur Kaninchen und das rohe Fleisch ist nicht zu sehen. Na, da werde ich es ja wohl kaum hingetan haben. Also das wurde wohl auch wieder von einer roten Kiste aufgemampft. Tja, Junge. So kommen wir leider nicht weiter. Okay. Ach, das ist... Ach so. Ah. Das ist teilweise roh. Okay, gut. Jetzt verstehe ich das. Dann... Ach so, wir schleppen auch noch einen Wolf mit uns. Ach, das war der Wolf, okay. 1 Kilo immerhin. Ja, sollen wir das jetzt abkochen oder nehmen wir Tabletten? Nee, wir kochen das ab. Wir haben ja wirklich kein Problem mit Streichhölzern. Wie ich schon gesagt habe, der Junge hat ja 500 Tage das Ziel, bevor, beziehungsweise bis wir alles kartiert haben.
Und was halt cool wäre, wäre halt den Skill auch noch auf Level 5 zu pushen. Das wird wahrscheinlich am Ende die Herausforderung. Und ich meine, 6 Holzkohle, okay, ich dachte schon, halt, wir wollten nicht ins Journal. Ich bin nur abgerutscht. So, wo haben wir hier noch Streichhölzer? Hier. Was haben wir hier? Eine Zeitung, ja, die haben wir aufgelesen, genau. Wir brauchen ja nicht so viel Holz. Das funktioniert auch sofort, also der Ofen leitet die Wärme sofort nach oben, das ist kein Problem. Instant können wir hier oben das Kaninchen abkochen. 15 Minuten. Ja gut, dann müssen wir doch 2 Stöcke investieren. Ah. Oh ja. Oh, schimmeliges Kaninchen, Mensch. Das ist echt der Hammer. So, fertig. Ja, mehr will ich nicht. Okay, so können wir natürlich nicht kartieren, wie man sich denken kann. Gut, dann checken wir mal, ob unter dieser Kiste irgendwas ist mit Hand. Und das reicht. Unter dieser Kiste ist nichts. Okay. Die steht ja eher auf der Kante, aber die nicht. Anderthalbe Stunde. Vielleicht hört ja bis dahin der Blizzard auf. Achso, du hast übrigens Durst. Tatsächlich hört der Blizzard auf. Gut. Dann legen wir das natürlich gleich wieder raus. Ja, es würde mich auch wundern, weil ich hatte hier eigentlich nie was gefunden unter den Kisten. Die paar Mal, die wir halt geklopft haben. Kampfwild schmeißen gleich mal das und das dazu. Ja, ansonsten sieht das eigentlich okay aus. Ach, wir haben 4 Dosen. Das ist natürlich. Ach so, weil wir die ganzen Tomatensuppen gegessen haben. Ja, dann stelle ich die mal hier hin. Wenn das nächste Mal kommen, werde ich mich wundern, warum hier die ganzen Dosen stehen. Ja. Ja, und das schon eine ganze Weile, Junge. Deswegen sind überhaupt die Prozent erst angeknabbert. Das war nicht die Kälte. So, dann will ich doch nochmal durchgucken, weil 43 Kilo ist ja immens. Achso, wir haben 45 Holz, ich hätte gar nicht nehmen müssen. Okay, dann lass uns mal auf die Karte schauen. Ja, hier ist eigentlich alles super, das reicht. Ich will auch gar nicht so extrem die Eiskante. Wir müssen wirklich tatsächlich auf... Ja, hier, das Lustige ist, wenn du einen Bogen hast, siehst du, was du an Munition hast. Und hier siehst du halt nur, was drin ist. Das verstehe ich ja nicht. Okay, 41 und 2. Ja, eigentlich wäre das Gewehr tatsächlich das präferierte Werkzeug. Okay, ich muss natürlich jetzt hier Fleisch und so weiter rausschreiben, weil sonst denke ich mir das nächste Mal, hat das die Kiste aufgegessen? Nee, hat sie nicht. Das haben wir aufgegessen. Ich hätte gern diesen Kreis. Was ist denn das jetzt wieder? Ist das Nebel oder ist das Schnee? Die Insel ist... Das sind die, genau, die sind kartiert. Super. Also das heißt, wir müssen tatsächlich... Ja, es könnte aufklaren, es könnte aber auch Nebel sein. Ich nehme an, es ist Nebel, das ist nämlich das, was herangerauscht ist. Das hatten wir jetzt schon auch im Interloper, glaube ich, festgestellt. Als wir in die Küstenstraße gegangen sind. Dass ein Blizzard den Nebel herangerauscht hat, ja, das ist Nebel. Herangerauscht hat. Metzlaster, der ist drin. Die Leiche ist auch drin, die ist zwar hinter der Brücke, obwohl die eigentlich vor der Brücke ist. Naja. Wir gehen aber trotzdem mal hin. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, für all diejenigen, die relativ live dabei sind, also die das sozusagen am 28. oder noch 29. im vorderen Teil des Tages gucken. Ich hatte den Kommentar bekommen, ob man zumindest nicht an dem Donnerstag einen Anspielstream macht, sowas in der Richtung. Also, dass man das Ganze halt mal guckt, anzuspielen, anzuzocken und... damit, das meine ich natürlich, das Halloween-Event ist ja klar. Und ich fand die Idee super, habe sie gerne aufgegriffen und wir machen das jetzt auch. Ich habe auch schon ein Status-Update-Video dazu gebracht. Ja. Wo ich lustigerweise von 29. November geredet habe, obwohl es Oktober ist und dann, naja. Also wir werden... Ich peile mal 18 Uhr an. Das müsste eigentlich funktionieren. Kann natürlich immer was dazwischen kommen, aber das... ich denke, wir kommen da schon hin. Das streamen wir. Beginnen wir zu streamen. Mal so 2 bis 3 Stunden maximal. Gucken uns das Event an und je nachdem, wie viel davon übrig ist, nehme ich das dann in die Playlist. Da, wo halt die normalen The Long Dark Staffeln laufen, also 17.30 Uhr.
hier nirgendwo hoch, echt. Gibt's nur drei, der Slot jeden Tag, so wie das Winter's Embrace. Wird das dann kommen? Nur für die Leute, die halt keine Status-Updates gucken. Das ist ja auch okay. Es war jetzt auch nicht so lang, weil ich versucht wirklich so kurz wie möglich zu halten. Was manchmal schon schwierig ist. Ja, das Auto. Hat das offen? Zumindest sieht man ein bisschen Schnee. Ja, dann gehen wir mal zum Turm. Guck mal, wie die Kartierung von dort wird. Ja, also das, wir streamen das mal, bevor das dann in die Playlist läuft. Da kommt es dann am 3. November, also wie wenn die Folge 266 kommen würde. 3. November ist der Dienstag, das kriege ich auf jeden Fall hin. Ich nehme normalerweise immer so eine Aufnahmesession immer für den Mittwoch der folgenden Woche auf, damit ich ein bisschen Luft habe, falls was dazwischen kommt. Aber ich gehe mal volles Risiko. Naja, volles Risiko ist das nicht. Das ist noch alles locker im Rahmen. Ja, also das, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass ihr da einschalten könnt. 18 Uhr, 29. Oktober. Wer live guckt, morgen oder vielleicht sogar heute. Gucken wir uns, ach, hier ist auch Fleisch. Super. Gucken wir uns nochmal satt essen. Die Leiche ist doch, ist die unten oder ist die hier oben? Ah, die ist hier oben. Kommen wir dann wieder hoch? Das finden wir heraus. Gibt es hier Federn? Gibt es nicht. Doch, gibt es schon. Kommen wir da jemals wieder hoch? Wie dieser sensationelle Nabe, kommen da hoch. Jetzt haben wir immer noch richtig viele Federn hier. Ist ja nicht schlecht. Okay, Junge, wir wollten hier zeichnen. Schauen wir uns das mal an. 45 Holzkohle, das brauchen wir nie und nimmer für die Region. Ja, das reicht auch. Also das heißt, wir gehen jetzt hier an der Eiskante entlang. Ihr seht auch, hier ist die Eiskante. Also das heißt, es ist eigentlich tatsächlich, wir müssen nur noch mal hier runter hier zeichnen. Wobei, nee, Quatsch, die müsste eigentlich hier lang gehen, weil Katis Ecke ist ja hier. Aber hier sieht es halt auch ein bisschen so aus wie eine Kante, naja, keine Ahnung. So, Junge, hier ist ja alles kaputt. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal hier waren. Das muss relativ lang her sein. Relativ lang. Und die Liste ist ja auch relativ lang. Ja. Oh, der Trostlosigkeit. Wenn, dann waren wir wahrscheinlich mindestens 5 Tage da, schätze ich mal. Ja, das ist schon ein weicher kahler Zustrahl. Das ist alles bleak in it. Guck mal hier, 210. Vor 200 Tagen. Ah, ist klar, tatsächlich auf. Vor 200 Tagen, meine Fresse. Hast du dir die Mausbewegung jetzt noch gemerkt? Nee, hast du nicht, okay. Oh, Reh. Reh, was heißt denn das? Heißt das, wir haben eine Rehhose an? Nö, wir haben gar nichts aus Reh an. Super. Wir sammeln nur die ganzen Tiere heute, aber wir verwenden sie nicht. Ah, guck mal. Is it food or? Siehste. Gibt es doch sowas in der Richtung hier. Ketchup Chips. Ja, ich koche jetzt nicht noch Wolf ab. Wir essen uns hier einfach satt und fertig, meine Güte. Ja, das, sonst sicher nix. Hallo, aufstehen. Sowas hier. Da ist, glaube ich, eh nichts drunter. Ach, guck. What have we here? Ja, wir waren tatsächlich so lange tatsächlich hier. Also die Sprühdose ist nochmal gefunden, stimmt. Wir waren tatsächlich schon so lange nicht hier, dass das furchtbare Navigator-Update gar nicht in dieser Region anzutreffen war. Ah ja, das schöne Wetterchen hier oben. Blendende Aussicht im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt doch mal drüber kartiert? Ja doch, das geht schon da drüben ran. Also das kann schon stimmen. Wird das dann besser, weil wir ja nochmal ein Stückchen höher sind? Ja, tatsächlich, wird noch ein Stückchen besser. Ja doch, das geht hier. Seht ihr, jetzt kommt das richtig gut. Die Eiskante. Das heißt, wir müssen nur nochmal auf der Eiskante und dann gucken wir mal hier unten, dieser Rehkadaver, ob wir diesen Fleck noch wegbekommen. Aber besser wird die Karte nicht. Okay, normalerweise, hier liegen manchmal Gewehrpatronen. Also für all diejenigen, die halt gerne Gewehrpatronen suchen. Ich habe nämlich eine Frage heute bekommen im Discord. Hat
wurde gefragt, wie das denn aussieht hier mit, wo man den Gewehrpatronen findet. Ja, gewöhnlich diese Jägerverstecke. Ich sage das jetzt einfach nochmal für all diejenigen, die das auch interessiert. Jägerverstecke ist eigentlich so der typische Ort, wo man sowas findet. Und ansonsten, ich sag mal, alles so, was ein bisschen normale Behausung ist. Also keine Anglerhütten, da würde ich es jetzt nicht erwarten. Kann aber vorkommen. Kann tatsächlich vorkommen. Dass das auch in den Anglerhütten zu finden ist. Aber es ist jetzt nicht so der typische Ort. Typischer sind eigentlich wirklich da, wo du halt gewöhnlich das auch erwarten würdest, dass man dort vielleicht sich mit Gewehr verteidigt. So sage ich das mal. Ja, das Auto ist lustigerweise gar nicht drin. Nur ein Wolf. Oh ja, der Wind kommt dazu. Ja, ich habe jetzt auch mal einen Screenshot auf Rock Paper Shotgun, amerikanischer Spiele-Website gesehen. Von dem Halloween-Event. Sieht schon gruselig aus. Und ja, man kann den Darkwalker wohl nicht beschädigen. Also es ist nicht, ich hatte noch auf Twitter gewitzelt hier, einen Spruch aus Predator. Ist ja einer meiner Favorite-Filme. 80er Jahre Arnie-Streifen. Wo er gesagt hat, hier, if it bleeds, we can kill it. Wenn es blutet, können wir es töten. Ja. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ja, ja, ah ja, guck mal, da oben sind die Wendehälse. Müssten leider noch mal, soll ich da wirklich hin? Eigentlich habe ich keinen Bock. Um ehrlich zu sein, ich mit dem Wolf und mir mit dem Wolf ein Gefecht zu liefern, wenn es nicht sein muss. Aha. Aber es ist trotz Wind warm genug. Ja, ich glaube, die Karte ist nicht so hart. Also, oh ja. Die Karte ist nicht so hart vom Klima her, lustigerweise. Gut, wenn man natürlich hier mit 27 und 10 Grad rumläuft, dann muss man sich nicht wundern. Ja, da vorne, das ist, glaube ich, die Delle im Eis, die man zeichnen müsste. Ja, da, was ist das denn? Super. Genau das, was wir brauchen. Eine angeschwemmte Gewehrpatrone. Was ist das? Wir sind tatsächlich jetzt schon hier. Das wäre eigentlich sogar noch ein Stückchen da drüben. Ja, wir werden diese Region relativ schnell tatsächlich wieder verlassen. Das ist echt krass. Ist halt doch relativ schnell fertig. Was ist das jetzt wieder? Also diese gesamte Eiskante ist, glaube ich, keine komplette Spawnkante. Kann das sein? Was ist das? Stoff ist das. Gut. So einfach. Ist das? Ja, okay, ich sag mal, das passt so. Das reicht mir jetzt auch. Ich will jetzt gar nicht hier großartig noch weiter die Eiskante hier verfeinern. Ach, Junge. Der Wind. Tja, Junge. Dies dauert aber eine ganze Weile, bis wir da oben sind. Dies ist nicht so trivial. Ich glaube auch, dass wir jetzt bisher nur eine Nacht hier verbracht haben in dieser Region, oder?
Wir haben in dem Bergwerk gepennt, das hierher führt. Komm, jetzt sind dann halt durch die komplette Region. Also nicht durch die komplette Region, wir haben die Eishöhle hinten nicht gemacht. Da, wo der Wolf früher mal drin gehaust hat. Ich weiß nicht, muss man da gezwungenermaßen hin? Nicht gezwungenermaßen. Also es ging ja mehr oder weniger um die Karte und was man halt hier noch findet. Ja, das Lustige ist, ich glaube, Munitionsbastelmaterialmäßig haben wir nichts gefunden. Genau. Okay, wir machen das so. Wir gehen zum Auto. Wenn da noch eine Batterie drin ist, dann gehen wir doch nochmal die Höhle runter. Weil die, diese Bleak Inlet-Karte, die kam ja ein Update vorher. Die kam ja, glaube ich, auch. Kam das nicht sogar noch vor Weihnachten raus? Letztes Jahr November oder so. Irgendwie sowas war das doch gewesen. Wo diese Bleak Inlet-Karte kam. Und das dürfte wahrscheinlich auch mit der Episodengeschichte halt passen. Weil das war dann, ich sag mal, wenn wir jetzt 260 Folge sind, plus minus, und haben 410 Tage. Und vor 210 Tagen, also vor 200 Tagen, also ungefähr die Hälfte, haben wir echt noch mehr Stöcke. Habe ich eigentlich das Altholz rausgelegt? Ich glaube ja, ich sehe es nämlich nicht mehr. So, mach mal hier eine Zeichnung. Mal gucken, ob das irgendeinen Effekt hat. Okay, das ist weiter unten, das ist am Eingang, okay. Ja, schön die Löffelchen nach oben. Wir gucken trotzdem mal, ob wir hier irgendwas finden. Ja, hier ist gar nichts, okay. Und hier vorne ist auch nichts. Hier vorne ist auch nichts. Außer ein Ast. Gut. Die Kati ist nicht da. Kati ist nicht da. Woher wissen wir das denn, dass das ihre Ecke ist? So, ich versuche mal irgendwie da auf diesen Felsen zu kommen. Mal gespannt, ob uns das gelingt. Teilweise ja. Teilweise nein. Oh ja, der Wind aus dem Felsen. Okay. Höher wird das hier nicht. Dann stellen wir uns mal hier hin. Hier ist es ungefährlicher zu stehen. Den Haxen hat der Junge, das ist seine Problemchen. Ne, wir sind jetzt hier. Wir müssten... Eigentlich müssten wir da... Ist das dann hier an der Seite oder wie ist das? Wie muss ich das verstehen? Ist das dieser Felsen? Dieser Felsen, ja. Kannst du den wegzeichnen? Nur, dass wir so viel Holzkohle haben. Ja, ist es schon. Du kommst halt nicht näher ran. Das ist so das Ding. Nö. Naja, kommst du doch. Kommst du doch. Hallo? Warum willst du nicht auf die... Nee, auf die... Das ist keine schöne Textur. Da will ich nicht stehen. Gut, dann nicht. Müsste aber jetzt besser funktionieren. Gut. So. Das ist die Karte. Fertig. Das heißt, wir gucken jetzt nur noch an dem Auto. Komm mal, also mach dich mal hoch. Da unten ist bissig. Ja, natürlich. Klar, auf jeden Fall. Aber sonst kann ich ja nicht fliehen. War da bei dem Hirsch gelegen? War das noch ein Kaninchen oder war das der Ast? Ah, hier waren mal Schösslinge. Da oben ist der Eingang zu dem Bergwerk Nummer 5. Ach, guck mal, Hagebutten. Das ist Bergwerk Nummer 5. Hast du die eingezeichnet? Ja, ich würde mal sagen, ja doch, das müsste eigentlich passen. Plus, minus, ja doch, das passt. Gott. So, dann schauen wir mal, ob wir da ins Auto kommen. Mit oder ohne Bissspuren. Ja, da ist gerade ein Wolf an dem einen Baumstamm. Also wir kommen um die Wölfe nicht drum herum. Ah ja, guck mal.
Da hat er sich's noch schnell überlegt. Junge, wo hast du das jetzt rausgeworfen? Ist voll lauter hin und her gelaufen. Ach da. Gut. Ja, ich kümmere mich jetzt nicht um den Wolf, wirklich nicht. Wir werden wahrscheinlich sowieso noch in den anderen da vorne laufen. Die Batterie ist nicht da. Doch, die ist da, verdammt. Dann müssen wir doch hier bleiben. Herr Junge, was ist denn los? Das waren sie immer noch nicht. Ja, die Batterie ist da. Na gut. Da machst du nichts. Dann gib mir mal dein Fleisch, Junge. Wird nämlich langsam dunkel. Sollte man ja so langsam auch dran denken, dass man vielleicht hier... Warte mal, habe ich da Federn gesehen? Habe ich. Ach so, ja. Ja, das ist lustig, wenn man da ständig nur mit Pfeil und Bogen unterwegs ist. Da denkt man ja dann schon dran, dass man den Pfeil aufliest, weil man den ja wieder braucht. Aber die Patrone ist ja einfach weg. Tja. Naja. Tja. Daneben. Was nehmen wir denn? Hm, wir haben ja Zeit. Ja, was nehmen wir denn? Dann nehmen wir das in Kauf. So, Junge. Du hast ja da hingeschossen. Wo hast denn die Hülse hin? Na? Hä? Na? Ich vermisse eine Hülse. Wir haben nicht so schöne Schmerztabletten, oder? Das ist doch die Madame. Naja, gut, eigentlich ja schon. Ja, du musst es natürlich schon richtig machen, damit wir hier mal klar sehen. Den Durchblick haben. Wo ist die Hülse hin, Junge? Hä? Ich sehe hier keine Hülse. Also hier so etwas verschwommene, dieses mit der Taschstraße. Sieht auch aus, als wäre die wellig. Nö, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Hülse ist. Hm. Ja. Wir nehmen die jetzt gleich hier vor Ort auseinander. Die ist ja eh nicht mehr ganz so gut. Gut, dann gehen wir doch in den Leuchtturm. Übernachten dort. Ich lasse das Blei jetzt nicht hier. Das hat den Grund. Ja, das mag durchaus sein, aber du kannst so oder so nicht rennen. Dann können wir eigentlich auch nochmal zu den Booten runter. Ja, wir müssen das irgendwo anders deponieren, damit wir das auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Ich würde dann tatsächlich auch die komplette Holzkohle hier lassen. Also ich schleppe jetzt bestimmt nicht hier 4 Kilo Holzkohle mit mir rum, wenn es nicht notwendig ist. Wir sind ja auch fertig. Ja. Ja, genau. Wir lassen mal bis auf, ich sag mal bis auf 5. Ich schmeiß mal 32 raus. So, das nächste Mal, wenn wir hierher kommen, wundern wir uns, warum hier so viel Holzkohle liegt. Tja, Junge. So ein Vieh ist ganz schön bissig. Echt? Wirst du dann dadurch schlauer? Oder tust du nur? Du kannst ja sowieso noch nicht pennen, also von daher können wir auch kochen. Es ist sogar tatsächlich erstaunlich windruhig gerade. Machen wir das Feuerchen einfach draußen. Dann müssen wir doch nochmal in die Höhle runter. Und wir müssen nochmal zur Bärenhöhle. Da steht nämlich auch noch ein Auto. Ich weiß nicht, ob wir da die Batterie schon rausgelötet haben. Ich erinnere mich zwar, dass wir irgendwas mal mit dem Auto eine Batterie gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob das mit ihm oder mit ihr war. Kann hier eigentlich ein Elch sein? Ich glaube ja nicht. Das war ja, glaube ich, war das nicht bei der Madame? Tja, Junge.
Es martet ein bisschen. Haben wir denn hier irgendwo eine windgeschützte Ecke auch? Wahrscheinlich kriegst du da nicht ein Feuerchen rein, richtig? Das leuchtende Feuer. Nö. Geht nicht. Gut, dann müssen wir uns woanders eine Stelle suchen. Dann suchen wir uns einfach hier eine Stelle neben der Tür. So einfach ist. Toll, danke. Nee, du bleibst mal schön weg mit dem Feuerchen. Da klickt man und in dem Moment geht das Feuer an. Das ist der Wind an, ja, das Feuer. Feuer und Wind sind ja eigentlich zwei entgegengesetzte Dinge, glaube ich. Mach mal Licht. Ich will nur mal gucken, in welche Richtung wir tappen müssen. Da. Nur damit ich weiß, genau. Kanonenofen. Ein Schuss aus der Kanone, Junge. 5 Stöcke. Echt? Okay, dann müssen wir doch mal das Licht anmachen, weil ich jetzt nicht weiß, ob wir nicht noch irgendwo was gebunkert haben. Wir hätten noch den Stuhl. Hier haben wir noch ein paar Sachen zu zerlegen. Okay. Es ist ja dann hell. Ne, wir haben tatsächlich kein Holz hier. Okay. Tja, unter den Umständen, Junge, da müssen wir wohl ein bisschen hier mit der Axt dann ran. Okay, dann gib mir erstmal den Kanonenofen. Da machen wir jetzt doch erstmal ein Feuerchen mit den paar Stöcken. Da kann man ja zumindest schon mal ein Stück Fleisch raufsetzen. Ein bisschen Wasser sollte man auch noch kochen. Wir werden wahrscheinlich wieder die komplette Nacht durchmachen. Im Zweifelsfall läuft es darauf hinaus. Entschuldigung. Wieso? Du hast sowas abgelegt. Muss man nicht verstehen. Naja gut, wir hätten noch die Kohle. 38 Minuten. 22. Okay, mit der Hand. 45. Gut, das dauert mir zu lang. Dann machen wir das lieber so. Okay. 3 Altholz rein. Fleisch auch direkt rein. Gut. Ja, das ist der Wolf. Wie ist das eigentlich mit Wasser hier? Ja, das ist nicht so günstig. Leider schon. Gott. Ja, wir können das auch nur hier. Wie lange dauert denn der Tisch? Stunde 30, selbst mit bei. Okay, das ist, heißt, das ist alles Holz, was wir haben. Na gut. Ich hab dich schon verstanden, Junge, dass du den Wolf nicht aufheben willst. Aber dann behalte ich den einfach, dann sagst du nicht jedes Mal was. Hat ja auch was für sich. Ah, wir haben eine Aurora. Oh, neue Pufferdart. Gestern ist ein merkwürdiger Typ hier aufgetaucht und hat an meiner Tür gehämmert. Er war total durchfroren und sagte, er wäre durch die alte Mine an der Küste von der Stadt aus hergekommen. Ich habe ihn am Feuer aufgewärmt und ihm heißen Tee gegeben, obwohl ich kaum noch welchen habe. Er erzählte, dass sich üble Dinge auf dem Rest der Insel abspielen und behauptet, die Schnellstraße entlang nach Norden zu wollen. Hier unten hätten wir noch gar nichts von den schlimmsten Geschehnissen seit dem Zusammenbruch erfahren, sagte er. Ich habe ihn gewarnt, dass die Straßen und Brücken auf seinem Weg beschädigt sind, aber das war ihm egal. Als ich ging, schlief er direkt auf dem verdammten Boden vor dem Ofen. Ich habe ein bisschen an der Linse gearbeitet und als ich wieder runterkam, war er weg. Ja, genau. Das Problem, ach so. Das Problem. So, wie ist denn das hier? Gibt es hier nicht noch irgendwas, was wir noch zerlegen können? Wahrscheinlich nicht. Theoretisch, ah ja. Theoretisch müsste ja auch die Linse gehen. Wie ist das eigentlich mit den Kisten hier, die kleine? 30 Minuten, okay, wenn wir zurück sind. Ja, hier oben ist es hell tatsächlich. Das ist ja erfreulich. Ach du Schande, ist das hell. Alla. Ja, da sollte man auch immer reingucken. Yes, uff, meine Augen. Achso, das schwenkt gar nicht rundum. Das ist natürlich schon schade. Ah, dann gehen wir hier einfach rundherum und gucken uns das an. Wunderschön. Was Farben brauchst du, ey? Was musst du finden? Ich hab's nicht verstanden. Ja, sehr schön. In der nächsten Folge, wir schmuggeln das Fleisch noch fertig und gehen pennen. Und wir müssen nochmal in die Höhle leider runter. Das hilft leider nichts. Ich hoffe, der Wolf ist nicht wieder da. Und wir müssen hier oben nochmal nach dem Auto gucken. Ich hätte übrigens hier nochmal zeichnen sollen. Das müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Dass wir die Autos reinbekommen, weil die sind tatsächlich gar nicht eingezeichnet. Hier ist kein einziges Auto drin. Nicht mal Metzlaster ist drin. Komisch. Tja, alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.